Wir erklären euch, wie und warum ein mathematisches Rätsel immer funktioniert. Wähle zunächst eine dreistellige Zahl, deren Ziffern drei aufeinanderfolgende Zahlen sind. Wir haben uns zum Beispiel für die Zahl 123 entschieden. Nun subtrahierst du 12 von deiner gewählten Zahl. Bei unserer gewählten Zahl würde also 111 rauskommen. Danach multiplizierst du die Zahl 100 zu deinem Ergebnis. Bei uns würde also 11.100 das Ergebnis sein. Nun addierst du das 11-fache der ersten Ziffer deiner Anfangszahl. Das heißt, dass wir das 11-fache der Zahl 1 dazu addieren, da unsere Zahl 123 war. Das Ergebnis bei uns lautet also 11.111. Schließlich addierst du die Zahl 1210 zu deinem Ergebnis. Das Ergebnis ist nun das Palindrom deiner Anfangszahl, das heißt eine spiegelsymmetrische Zahl. Bei uns lautet das Ergebnis 12.321, das Palindrom der Anfangszahl 123. Aber wie kommt es dazu, dass dieser Trick immer funktioniert? Das werden wir euch im Folgenden erklären. Wir haben die dreistellige Zahl, deren Ziffern aufeinanderfolgende Zahlen sein müssen, a, a plus 1 und a plus 2 genannt. Als Vorfaktoren haben wir am Anfang 100 und 10 geschrieben. Nun kann man eine dreistellige Zahl mit aufeinanderfolgenden Ziffern sehen. Das haben wir dann zum Vereinfachen in eine Klammer zusammengefasst. In der vorhin zusammengefassten Klammer kann man 10 und 2 miteinander addieren. Nun rechnet man wieder die 12 ab. Nun steht in unserer Klammer nur noch 100a plus 10a plus a. Diese Klammer können wir also ganz einfach zusammenfassen. In der Klammer steht also nur noch 111a. Nun multipliziert man 100 dazu. Das Ergebnis lautet also 11.100a. Jetzt wird das 11-fache der ersten Ziffer der Anfangszahl dazu addiert. Da wir die erste Ziffer unserer Anfangszahl a genannt haben, addieren wir 11 mal a zu 1100a. Das Ergebnis lautet nun 11.111a. Zu diesem Ergebnis addieren wir nun die Zahl 1210. Um die Addition verständlicher zu machen, haben wir die Zahlen auseinandergesetzt. Das heißt, dass aus 11.111a 10.000a plus 1000a plus 100a plus 10a plus a und aus 1210 1000 plus 200 plus 10 geworden ist. Nun addieren wir diese Zahlen zusammen. Das Ergebnis ist schließlich das Palindrom der am Anfang gewählten dreistelligen Zahl. In dieser Zahl ist in der 10.000er Stelle die Zahl a, in der 1000er Stelle die Zahl a plus 1, in der 100er Stelle die Zahl a plus 2, in der 10er Stelle die Zahl a plus 1 und in der 1er Stelle die Zahl a wiederzufinden. Das war nun unsere Erklärung zu der Frage, warum funktionieren mathematische Rätsel immer? Wir hoffen, es hat euch gefallen.